Das ist für mich eine Traumbesetzung. Ein Stück weit eine Doppelmoral in der Frage der Haltung der Grünen zum Lobbyismus. Eine Personalie, die spaltet. Jennifer Morgan, Amerikanerin, Greenpeace-Chefin, bis jetzt. Ab März wird sie hier arbeiten, als Klimabeauftragte der Bundesregierung. Dass sie dafür plötzlich Staatssekretärin wird und außerdem eingebürgert werden muss, kein Problem für ihre neue Chefin Annalena Baerbock. Jennifer Morgan ist seit Jahrzehnten in Deutschland verwurzelt, ist hier zu Hause und die deutsche Staatsangehörigkeit aufzunehmen, hat nichts mit ihrer zukünftigen Position zu tun. Ihre Position habe aber etwas mit grüner Doppelmoral zu tun, sagt die Opposition. Internationale Partner schrecke der Lobby-Politikwechsel zudem ab. Dass wir versuchen, die Staaten in der Welt, die bisher noch nicht bereit sind, ihre Politik auf die Klimaziele einzustellen, davon überzeugen, das zu tun. Und ob das tatsächlich jemand kann, der explizit als Klimalobbyist in der Welt bekannt ist, da habe ich meine große Sorge. Morgan entkräftet. Es sind gerade ihre Kontakte zu anderen Ländern, die ihr im neuen Job helfen. Ich will meine langjährige Erfahrung in der Klimabewegung und auch in Thinktanks in die Politik einbringen, um so die Ziele Deutschlands und in der EU und weltweit zu unterstützen. Für Transparency International bleibt das Problem Interessenskonflikt. Sie kann nicht gleichzeitig die Interessen von Greenpeace und Auswärtigem Amt bedienen. Daher muss es ein Schnitt sein, dass die anderen Interessen, auch Interessen der Wirtschaft, da nicht zu kurz kommen. Ihre größte Herausforderung, ab jetzt muss sie auch enttäuschende Kompromisse, etwa von Klimakonferenzen, als Erfolg verkaufen.